Yo guys, what's up und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute haben wir Samstag, den 1. Dezember und heute geht's auf einen kleinen Wochenendtrip, sage ich mal. Und naja, bevor ich euch dazu mehr erzählen kann, mache ich mir erstmal noch Brötchen mit meinem Bruder. Also die dürfen auch gleich fertig sein. Und dann frühstücken wir auf jeden Fall erstmal und dann geht's heute Nachmittag oder so dann ungefähr los. Und ich würde sagen, davor muss ich aber noch einiges machen. Also gibt's jetzt erstmal Frühstück. Frühstück hätten wir dann auch, war sehr lecker. Jetzt muss ich auch die Spülmaschine anstellen und dann mache ich mich erstmal fertig. Also schieben wir das Ganze erstmal rein. Hier auch. Packen wir natürlich noch einen Tabs dazu. Packen wir nochmal rein. Zu das Ganze. Und dann anschalten und das Programm und dann geht's auch los. So, und dann würde ich sagen, mache ich mich erstmal fertig. Und jetzt mittlerweile auch fertig gemacht, sitze ich jetzt hier und habe gerade meinen Rucksack gepackt. Und hier, das ist mein Kamerarucksack, mein Amazon Basics. Da hat alles reingepasst. Wir fahren morgen Abend irgendwie wieder zurück. Also ich brauche quasi die Klamotten für einen Tag. Kommt dann noch mein Laptop rein und Kamera-Equipment halt. Ich bin echt erstaunt, das passt wirklich alles rein. Das war mir eigentlich von Anfang an wichtig, dass in meinen Kamerarucksack auch etwas mehr reinpasst. Hat jetzt eben auch geklappt. Wo es dann aber hingeht, erzähle ich euch dann aber erst später, weil jetzt muss ich noch, weil ich habe jetzt hier erstmal noch für sie was zu tun. Ich muss jetzt gleich noch ein paar restliche Bilder fertig machen. Deswegen mache ich mich da jetzt erstmal ran. So, jetzt haben wir es kurz vor eins und wir machen uns jetzt quasi fertig, gehen dann runter und dann fahren wir erstmal 3 Stunden und dann würde ich sagen, jumpen einfach nach unten. Und dann machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg Richtung dahin, wo ich euch gleich sage. Also Leute, wo geht's denn jetzt eigentlich hin? Und zwar geht's bekannt nämlich zum Andi und zur Eva. Jedenfalls wohnen die am Niederrhein. Das ist an der Grenze zu Holland bei Venlo. Morgen fahren wir mal wahrscheinlich mal rüber nach Holland. Das seht ihr aber alles im nächsten Vlog. Da fahren wir auf jeden Fall hin. Das ist eine Weile Fahrt, 3 Stunden knapp. Und morgen Abend geht's dann wieder heim. Jetzt fahren wir erstmal dahin. Und ihr kriegt ein paar Fahrtbilder. Leute, wir sind tatsächlich an 2 Flughäfen vorbeigekommen, Frankfurt und Köln-Bonn. An keinem habe ich es hingekriegt, irgendwie ein Flugzeug drauf zu kriegen. An beiden habe ich es irgendwie erst zu spät gesehen. Naja, jetzt kommen wir leider an keinem Flughafen mehr vorbei. Egal, vielleicht auf der Rückfahrt. Dann mittlerweile eine ordentliche Zeit später sind wir dann auch jetzt gleich da. Wir fahren noch ungefähr 5 Minuten, glaube ich. Ich muss euch mal was zeigen. Guckt mal raus. So ein ekliges Wetter. Komplett verregnet alles. Ja, wir sind quasi an allen möglichen bekannten Sachen vorbeigefahren. Wir sind an Frankfurt vorbeigefahren, das ist ja bei uns. Dann sind wir an Köln vorbei, an Düsseldorf, an Mönchengladbach. Dann sind wir am Hambacher Forst ziemlich nah vorbeigefahren. Also nicht direkt an dem Tagebau vom Hambacher Forst, sondern an dem kleineren sind wir vorbei. Aber der Hambacher Forst war auch irgendwie nur 10 Kilometer entfernt oder so. Also wir sind an allem sozusagen vorbeigefahren und jetzt sind wir dann halt jedenfalls gleich da. Also, Paul und ich haben tatsächlich eben von Eva und von Andi noch einen Adventskalender jeder bekommen. Also wir haben ja zu Hause auch schon einen, haben wir jetzt auch noch einen bekommen. Danke auf jeden Fall dafür. Und dann machen wir den hier gerade auch nochmal auf jeden Fall. Aufgemacht wird er damit. Und jetzt suchen wir mal die 1. 1 hier. So, hier ist die 1 und... Perfekt. Also danke euch beiden nochmal. Dankeschön. Okay Leute, und wir sind jetzt hier mittlerweile auf dem Weihnachtsmarkt. Und ihr hört es wahrscheinlich auch schon an der Musik. Wir laufen da jetzt mal drüber und danach gehen wir nachher noch, ich glaube, im Dönerladen was essen und dann war es auch für heute. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link no time to waste. For the record. Ah Leute, meine Haare sehen schon wieder katastrophaler aus. Regnet komplett draußen. Aber wir gehen hier gerade auf so einen Turm hoch. Das ist keine Ahnung, was für ein Turm ist. Kirchenturm oder so. Oder Stadtturm. Mal gucken, was es auf jeden Fall gibt. Geil. Okay Leute, ihr seht mich gerade komplett gar nicht mehr. Aber ihr kriegt auf jeden Fall jetzt mal den Blick von hier oben. Und dabei viel Spaß. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable.
For the record, you ain't trying to grow, then it's not for you. For the record, lab on me going all the way. Und ich würde sagen, Leute, mit der Musikeinlage verabschieden wir uns dann vom Weihnachtsmarkt auf jeden Fall. Fahren jetzt auf den Dönerladen, essen noch einen Döner und dann war's für heute. So, Leute, und damit würde ich sagen, lassen wir uns jetzt hier die Döner auf jeden Fall schmecken. Die anderen kommen gleich noch. Und dann würde ich sagen, war's das für diesen Vlog heute. Morgen geht's dann, wie gesagt, rüber nach Holland. Die holländische Luft mal schnuppern. Ja, das seht ihr alles im nächsten Vlog. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Bewertet den Vlog, lasst ein Like da. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.